Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 28. September 2017? Mond bewegt sich gerade im Tierkreiszeichen Steinbock. Mond hat eine zunehmende Mondphase und heute ist Halbmond. Das verursacht Spannung und Nervosität. Und mit dieser Energie beginnt der Tag. Wir brauchen einen Ausgleich und das sind unsere Gefühle, unsere Intuitionen, unsere Inspiration oder Visionen oder Träume oder schlicht einfach Gefühle zeigen und Gefühle annehmen. Die Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen brauchen Sicherheit, Stabilität, Struktur. Sie bringen etwas in Ordnung. Sie brauchen innere Ruhe und auch die Kraft. Und in Ruhe liegt die Kraft. Was die Steinbock-Geborenen hilft, in vertrauter Umgebung etwas bewegen. Jemanden besuchen oder einladen oder kontaktieren mit Verwandten oder Nachbarschaft. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen brauchen Gleichgewicht zwischen Aktivität und Passivität. Und auch die Feinfühligkeit, sollen sie aktiv sein oder eher zurückhaltend sein, das sollen die Wassermann-Geborenen ausgleichen. Wo ihre Ideen einbringen, das ist die eigene vier Wände. Die Zuhause, sie werden etwas verschönern, verändern, renovieren oder manche Wassermann-Geborenen vielleicht sogar werden umziehen. Die Tierkreiszeichen Fischen-Geborenen brauchen auch die Gleichgewicht zwischen Arbeit und Pflicht und zwischen Freizeit, Hobby und Lebensfreude, mal Spaß am Leben zu haben. Was die Fischengeborenen bremst, das ist die Vergangenheit. Sie sollen hier und jetzt sein und zukunftsorientiert denken oder planen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen sind Spannung da und Hindernisse. Es ist nicht der richtige Augenblick zum Handeln, etwas noch überprüfen oder vorbereiten, aber geduldig abwarten. Im kommenden Tagen kommt mehr Leichtigkeit, mehr Klarheit und auch neue Ideen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist alles in Ordnung. Sie haben eine glückliche Zeit gerade. Sie befinden sich auch in einer Wandlung. In die nächste Zeit wird ein wichtiges Thema sein, die Liebe, Partnerschaft. Diese Spannung verspüren auch die Stiergeborenen, aber sie haben sehr tolle Energie und sie bringen alles in Ordnung, auch die berufliche Situation, auch die Finanzen, aber auch Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen fühlen sich unsicher, sind noch Unklarheiten da. Und die Zwillingsgeborenen haben momentan das Gefühl, es geht nichts voran. Ein bisschen Geduld noch, in die kommenden Tagen kommt die Leichtigkeit und kommt die Bewegung. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen brauchen ein inneres Gleichgewicht. Sie sollen auf ihren Gefühlen achten und die Ruhe bewahren. Die Krebsgeborenen ist ein wichtiges Thema, die berufliche Situation und erfolgreich zu sein beruflich. Und sie sollen bei den Handlungen auch auf die Gefühle vertrauen. Wann sind die richtigen Augenblicke zum Handeln? Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist ein wichtiges Thema, die Freundschaften, Bekanntschaften, Liebe, Partnerschaft. Aber in die nächste Zeit wird auch wichtig sein, die berufliche Situation. Sie fühlen sich etwas unsicher oder haben sie noch Unklarheiten. In die kommenden Tagen kommt aber Klarheit und Orientierung und die Löwengeborenen werden etwas klar und deutlich erkennen. Die Tierkreiszeichen Jungfrau-Geborenen verspüren die innere Kraft. Sie sollen heute aber auf ihren Gefühlen vertrauen. Sie sollen auch Kraft und Mut zeigen. Und dann ist es auch ein Aufstieg gerade bei den Jungfrau-Geborenen. Es sind nicht nur die berufliche Situation wichtig, sondern auch die Liebe-Partnerschaft.
Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist Spannung und Nervosität spürbar. Es ist nicht einfach, jetzt etwas Neues beginnen oder etwas zum Erfolg zu bringen, weil es sind noch Hindernisse da. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen sollen ein bisschen geduldig sein, weil in den kommenden Tagen kommt mehr Klarheit, mehr Glück auch und mehr Bewegung, auch mehr Erfolg. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen sollen selbstbewusst sein, aber auch sollen sie ihren Werten auch bewusst sein. Sie brauchen die Selbstwertgefühl. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen können gerade ihre finanziellen Situation verbessern. Sie haben gerade Gewinnchance. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen verspüren im vertrauten Umgebung die Unruhe und Nervosität. Die Schützengeborenen sollen eher zurückhaltend sein und abwarten, bis in den kommenden Tagen mehr Leichtigkeit, mehr Bewegung da ist. Diese kosmische Energie, was täglich ändert, beeinflusst unser Leben. Jeder Tierkreiszeichen erlebt es anders, aber es ist immer noch allgemein beschrieben. Wenn Sie, meine Damen und Herren, Interesse haben, das maßgeschnitten anfertigen lassen, dann unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten zu meinem Beratungsinstitut. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.